Was könnte heute bei der Randomizer Show dabei sein? Irgendwas, was random ist? R ist schon mal richtig. Mit R ist, ja. Wollte ich gerade sagen. Ja, R passt schon. Sehen wir gleich. Sind die Resident Evil-Wochen, habe ich das Gefühl. Geil! In allen Formaten. Ja, es macht aber auch Bock, ne? Ja, und dabei ist noch nicht mal Halloween. Was ist denn los? Naja, wenn wir so weitermachen, wird Halloween eh verschoben dieses Jahr. Ja. 2021. Ja, wobei mit Masken rausgehen, das ist ja jetzt nicht so. Ich meine, das wollen oder wir überhaupt alle. Rausgehen, ist halt das Problem. Sie sehen alle aus wie viktorianische Ärzte dann so. Ja, ja, muss diese, aufpassen, diese, dass ich, ja, muss aufpassen, dass sich dann die Schnabel nicht berühren, ne? Ja, das ist genau die eine Schnabellänge Abstand. Das ist schön, dass wir wieder da sein können. Wir haben ja kürzlich mit dem Resident Evil 2 Randomizer ja schon mal eine Folge hier reingeworfen. Wir sind gerade dabei und bestimmen gerade, weil das ist natürlich etwas, was aus Speedrandale entstanden ist, dass wir nochmal im Speziellen uns Randomizer angucken, weil du das hier nicht immer als Speedrun machen musst. Richtig. Weil es sich anbietet. Nur wir müssen natürlich dann schauen, je nachdem, wie wir uns festlegen, wie können wir mit Speedrandale vernünftig in der aktuellen Produktionssituation weitermachen. Wir können ja nicht immer reihenweise Gäste jetzt hier dazu holen, wie wir es vorhatten. Und wir versuchen ja, da einen vernünftigen schwierig. Weg zu finden. Aber wir gucken dann auch, wie wir zumindest, wenn wir Randomizer haben, haben wir noch einiges, was wir vorstellen können. Oh ja. Und im Speziellen, ich hatte mir noch mal einen angeschaut, auch gerade voll im Resident Evil Fieber, weil wir ja noch, wo wir das aufzeichnen, Simon, haben, ist es noch nicht passiert, aber wir wollen ja Resident Evil 3 spielen, die Neuauflage. Ja, Mann. Freue ich mich dann auch sehr drauf. Und in dem Zuge, es gibt ja noch ein Remake, außer Resident Evil 2 und Resident Evil 3, nämlich Resident Evil 1. Eins. Exakt, weil Zero war ja kein Remake. Ja. Richtig. Richtig. Ja. Bin gespannt, ob sie das dann so lassen, das alte Remake von 1 und die neuen von 2 und 3. Weil ich würde mir fast wünschen, so gut das alte Remake ist, ist auch schon 16 Jahre alt fast, ne? Mm. Ja, man möchte eigentlich das, den ersten schon auch noch mal neu haben mit dem aktuellen Gameplay. Exakt. Ja. Sorry, es muss einfach sein. Ich meine, die haben damit angefangen und Capcom ist nun wirklich auch das nicht. Das Gameplay ist halt wirklich überragend. Ja. Mittlerweile. Es ist wirklich gut. Man muss das einfach, ich meine, es wäre bescheuert und wir alle wissen, irgendwann machen sie es ja, so wie sie auch diese Render-Hintergründe und das haben sie ja alles dann nochmal versucht zu remastern, aber es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Das werden wir gleich auch nochmal sehen, genau das HD-Remaster, was hier vor einiger Zeit rausgekommen ist, also vor ein paar Jahren. Wollte ich gerade sagen, das ist beim Start von Rocket Beans rausgekommen. Also exakt, auch ne, so 2015, 2016, wo es rausgekommen ist. Man hat schon gesehen, denen fehlten einige Assets. Ne? Mhm. Das sind dann alte GameCube-Render-Hintergründe. Ja, manchmal, 480, ja. Manche sehen richtig gut aus, gerade so, wo Flammen und Ähnliches zu sehen sind. Und andere, Eine Handvoll wurden neu gebaut. Zumindest für diese Version, die PC-Version, die rausgekommen ist, gibt es auch einen Randomizer, der gebaut wurde, schaut gerne unten in die Beschreibung rein. Da haben wir den Link, wenn ihr den mal ausprobieren möchtet. Der ist noch in der Beta. Das heißt, da funktioniert noch nicht alles. Wir würden mal jetzt festlegen, was für Optionen wir gerne haben wollen würden und dann mal ein bisschen ausprobieren. Beim letzten Mal hier hatten wir einen Item-Randomizer bei Resident Evil 2. Genau. No? Hier haben wir ein bisschen mehr Optionen. Wir können uns nämlich natürlich aussuchen, wollen wir als Jill oder Chris spielen, den Schwierigkeitsgrad. Und es gibt vier Sachen, die wir randomisen können und dann im Detail nochmal spezifizieren. Wir können die Items randomisen, wie wir es kennen. Das ist wahrscheinlich das Sinnigste, wenn wir es machen. Wir können die Gegner randomisen. Das ist noch wirklich in der dann Beta. Da wird's hart, ja. Da wird's hart und ist mir teilweise auch abgestürzt, der Patch, den wir hier haben, weil er noch in der Beta ist. Weil du könntest theoretisch am Anfang auf Lisa Travers treffen ohne Ende. Ja, oder auch eine Spinne, die vielleicht, wo die Wege gar nicht vorgegeben sind, wo die langlaufen kann. Da müssen wir öfter sterben, um da durchzukommen. Also, ja. Stell dir vor, das ist so eine Polonaise an Tyrants, die hintereinander herlaufen, so einen engen Gang und springen statt den Hunden. Ich würde schon gerne sehen, also wir probieren es vielleicht ganz am Ende, kurz vor Ende nochmal, weil es ja abstürzen wird eventuell. Aber ich kann mir auch verstehen, dass es noch nicht gut läuft. Was gibt's denn noch für Modi? Du kannst die Türen randomisieren. Das wird spannend. Komm, das ist doch geil. Also wir können es gerne mal gleich probieren. Alles weird. Ein paar Fälle, weil das ist ja heute quasi wieder ein Showcase. Ne? Ich glaube nicht, dass wir weit kommen werden hier. Und ich werde anfangen mit dem Spielen. Wir haben aber auch im Sinne der Sicherheit hier natürlich hier Hand Sanitizer, wir haben Papier hier, falls wir den Controller umreißen wollen. Keine Sorge, wir werden diesen Controller nicht undesinfiziert weitergeben. Der wird aufgelöst sein am Ende, weil er so viel Sanitizer dann abbekommen hat. Wir können das mal mit den Türen probieren und wir können die Schlösser auch noch mal. Ich denke, wenn du dann spezielle Schlüssel hast, dass die dann nicht an den klassischen Schlössern dann gehen. Oh, ist das unangenehm. Aber mach's doch noch schwerer, Gregor. Komm, hau alles rein. Bei den Schlüsseln kann ich mir am ehesten vorstellen, dass das uns richtig auf den Sack gehen wird. Ey, ich sag dir, diese Door-Randomizer-Geschichte ist auch schon super krass, weil ich glaube, da musst du dich schon gut auskennen, damit du da halbwegs reinkommst. Naja, vor allen Dingen, auskennen bringt dir hier nichts, weil die Räume ja woanders sind, du musst sie dir gut merken können. Ja, eben, also du musst dich mit dem Randomizer auskennen, damit du überhaupt den Door-Randomizer in Betracht ziehst. Aber hier, wir sind heute verrückt
und machen alles dabei. Lass es doch mal machen. Ich würde vorschlagen, am Anfang, ich nehme mal jetzt das mal Jill und Normal als Schwierigkeitsgrad, weil mit Jill haben wir ja Item-Slots zu Beginn. Und ich randomize die Items und ich randomize die Türen einmal. No? Damit wir einmal sehen, wie sich das anfühlt, weil so mit Türanimationen geht das tatsächlich ganz gut. Das kann man bei den neuen Resident Evils nicht machen. Ja. Das können wir euch gerade im Moment nicht zeigen. Das muss man vorher im Menü sozusagen durch einen Seed Generator erstellen. Und dann startet man die PC-Version ganz normal. Wie gesagt, der Link, der ist verbaut unten in der YouTube-Beschreibung. Ihr müsst eigentlich nur zwei Excel-Dateien dann reinkopieren in das Spiel. Und dann kann man das machen. Man startet, man generiert den Seed, der erstellt dann Textdateien. Und dann muss ich einmal das Spiel starten und den Randomizer aktivieren. Genau. Dann werde ich, glaube ich, noch hier kurz mal rausgehen müssen. Dann muss man im Title Screen auf dem Desktop dann die Echse anschmeißen. Die Randomizer Trainer Echse. Und dann musst du noch mal auswählen, was wir gerade ausgewählt haben. Wir haben Jill und Normal ausgewählt. Und dann sagt er, okay, gefunden, gefunden. Kein Enemy Randomizer, kein Lock Randomizer. Das heißt, es ist jetzt aktiv. Wenn wir was reinbekommen, Regie, dann könnt ihr gerne gleich umschalten. Da kriegen wir das rein. Okay. Okay, ich glaube, von den Optionen habe ich schon Video-Settings vernünftig gemacht. Ja, das ist das Maximum, was man damals rausholen konnte. Ja, aber es sieht ja auch toll aus. Es ist ja wirklich ein schönes Spiel. Ja. Immer. Wollen wir uns das Intro noch einmal angucken oder wollen wir das überspringen? Das ist natürlich immer die Sache, ne? Ich brauch's nicht, aber also dann, lass uns doch das große Intro überspringen, aber sobald ihr einmal im Gebäude drin sind, okay, was ist denn hier? Ja, dann gucken wir die Cutscenes weiter. Das kann man schon mal. Okay. Also wir haben auch jetzt nicht vor, das durchzuspielen oder so. Wir wollen uns das erstmal angucken. Genau. Und dann entscheiden wir irgendwann nochmal, ob wir das jetzt eine längere Session das durchspielen oder nicht. Also ich würde zwar. Bei Resident Evil 2 haben wir uns ja schon entschieden, das machen wir irgendwann komplett, ne? Ja, ich kann mir jetzt bei all diesen Spielen vorstellen, wenn die dann funktionieren und spannend genug sind, klar, warum nicht? Warum das nicht einfach mal machen? Oh, ich bin gespannt. Wichtig ist, Randomizers, also die Show soll ja auch einfach ein Sammelplatz sein für eben alles. Wir haben auch schon eigentlich einen Namen, der bald haben wir wirklich, ja? Ja, haben wir. Müssen wir mal gucken, je nachdem. Also, wir müssen aber festlegen, wie natürlich das mit produzierbar ist und ob der Name dann durchgeht oder nicht. Ja. Ja. Aber wir haben noch nichts, was fix ist. Noch nicht fix ist, aber okay, wir haben schon mal andere Namen als die Randomizer-Show schon mal im Petto. Okay, gut. That's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But okay, we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. Ach, Barry, er ist der Beste. Go. I'll secure this area. Ja, sicher diese Area. Mhm. Das ist halt einfach geil. So, also wir haben Items und Türen-Randomizer angewählt. Mhm. A dining room. A dining room. Hier sehen wir schon mal was. Die Items tauchen noch so auf, wie wir sie sehen in der Location. Mhm. Wir haben hier zum Beispiel ein Farbband. Ja. Aber es ist aber ein Kraut. Ein Kraut. Was wir hier. Da hat er seine Kräuter aber gut versteckt. In einem Farb. So, überziehen. Die Uhr. Die Uhr schieben, glaube ich, können wir sie nicht. Da können wir ja ein Item nachher. Das ist ein Schalter, den man machen muss, glaube ich. Schalter. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Man muss doch Blut nicht anschmieren mit dem Finger, um es zu testen. Ich würde sagen, er riecht es eher. Ja, aber dann geh mit der Nase an das Blut doch nicht. Du schmierst dir doch nicht Blut an von einem fremden Mann an den Mensch an den Finger. Also ich würde das nicht machen. Ja, so, was machst du denn danach mit dem Blut? Was machst du denn danach? Ostbares Blut. Das Wappen ist nicht randomized. Ich schätze damit dann hier die Rätsel. Das hat wahrscheinlich einen Grund, ja. Das ist ja, das kennen wir ja auch so schon vom letzten. Und das ist ja auch echt wichtig. Sonst würde man ganz schnell in der Sackgasse, wahrscheinlich schon direkt bei den ersten Räumen in der Sackgasse landen. Und? Oh! Oh, das ist ja geil! Okay, direkt jetzt sind wir statt in den Zombie-Raum, sind wir in den Raum mit dem Gas reingegangen. Ah, okay. Alles klar. Oh, das ist aber interessant. Ob dann brauchst auch ein Item, oder? Da ist ein Switch hier. Press jetzt kommt das Gas. Du musst vorher die. Lass das mal kurz. Du musst nicht das hier lösen oder sowas, ne? There's something in this depression, but the greatest way and you can't reach it. Also wir Wenn du den Knopf drückst, geht es, glaube ich, auf. Und dann muss ich aber schnell machen, weil dann.
Ja, aber ist es nicht, eigentlich müssten doch in den Bodenluken so, so kleine Lücken sein, aber vielleicht auch nicht. Okay, nee. Ja, eben, du musst. Geht nicht hoch. Mach schnell wieder aus. Nein! Es geht nicht! Geh raus hier, Gregor! Oh, das wird's. Jetzt bin ich schon krank, aber immerhin habe ich ein Kraut, oder? Und jetzt bin ich wieder da durch die Tür. Okay, Barry. Alles klar, ich hab schon Caution. Mann. Ich kann schon mal benutzen. Okay, nice. Okay, das war also... Ja, was machen wir damit jetzt? Was machen wir jetzt? Dann gehen wir mal wieder zurück, weil wir haben ja auch nicht diese typische Cutscene jetzt hier gehabt. Ja. Ne? Von wegen, ja. Ich gehe mal los, weil hier wird ja der Plot gekickstartet eigentlich erst. Mhm. That gunfire. I'm counting on you to investigate, Jill. Sure thing, Wesker. Hä? Mal, ja, die lassen dich zurück. Nicht raus. Du musst ja normalerweise den Moment triggern, wo der erste Zombie dich sieht. Ja. Und der nicht getriggert wird, passiert das auch nicht. Aber ich meine, dieser Gas. Irgendwas muss ich hier noch lösen. Machen können, wahrscheinlich. Aber kannst du nicht die Figuren schieben? Wie wird der denn normalerweise gelöst? Ich hätte können schwören, ja, dass. Ja, ne, man musste die Gastüren irgendwie zuschieben. Ja, oder? War wahrscheinlich. Aber da waren keine Gasritzen unten. Ja, stimmt. Vielleicht musst du die nach hinten einfach nur wieder schieben. Geht das wieder los? Okay. Ich weiß nicht. The Sleeping Night. Ja, das ist wahrscheinlich die Reihenfolge, in der sie schieben Night. Muss. The Sleeping Night. Das ist okay, alles dasselbe. Und The Sleeping Night. Also, da haben wir... Ah, hier, guck mal, links die Reihenfolge. Schild, Axt, Lanze. Nee, was ist das oben rechts? Weiß ich Schild, nicht. Schild, Axt, Schwert und Lanze. Schild, Axt, Schwert, Lanze. Schild, Axt, Schwert, Lanze. Schild? Kannst du wirklich nicht schieben? Doch. Ha. So läuft es. Oh. Axt. Jetzt wieder Schwert, okay. Ja, ah, okay. Schwert. Ganz funktionieren. Lanze. Ist das eine Lanze? Sieht aus wie eine Axt eigentlich. Warte, oh, wir haben, glaube ich, die falschen. War komplett falsch. Warte, ich gehe dann einmal raus und wieder rein. Okay. Vielleicht ist das ja auch random. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber das, ja, schade, dass wir die Resident Evil 1 Rätsel nicht mehr so gut im Kopf haben. Ja, wir haben. Nee, aber wir sind schon richtig, Leute. Ja, es ist schon richtig. Genau. Schaut halt nochmal die Bilder an. Wir haben einfach was falsch gesehen. Ey, das kann man auch kaum erkennen. Schild, Axt. Könnte das das Schwert und das die Lanze sein? Vielleicht die Lanze 3 und das Schwert 4? Das dritte ist so dick. Ja, das kommt davon, wenn es so gerendert ist mit dem Schmierfilter drüber. Ne? Genau. Dass man es nicht erkennen kann. Ich probiere mal Schild. Schild, Axt ist auf jeden Fall sicher. Oder, ja. Lanze, Schwert. Ist ja eigentlich eine Hellbarde oder so, ne? Okay. Oder eine Lanze mit. Also. Egal. Genau. Schild. Schild. Ups. So, warte mal, war das diese Axt oder war das um die Pike? Ah, nee, das ist hier, das ist die Pike, oder? Ja, das, ja, man kann es halt wirklich nicht das so richtig sehen. Das ist die Pike, glaube ich. Die hier, ja. Nee, nicht von dieser Seite. So rum. Dann das Schwert, oder? Ja, vielleicht. Jetzt das Schwert, würde ich sagen. Das ist echt schwer. Oder ist das eine Axt? Ey, es kann es nicht, man weiß es einfach nicht. Probier das Schwert. Das ist einfach wie ein sehr breites Schwert. Ohne richtige Spitze. Aber was ist denn das letzte dann? Vielleicht ist das der Griff von der Axt. Könnte das sein? Ja gut, aber schau mal, es sieht gut aus eigentlich. Sieht gut aus im Moment, ja. Wenn er stehen bleibt. Ja. Nein. Ach Mist. Nee, es ist zu groß für den Griff von der Axt, ne? Also ich glaube, das ist wirklich die Lanze hier, ne? Weil er hat es hier neben dem Kopf stehen. Ja. So ein Quatsch. Das hätten sie doch einfach deutlicher machen müssen. Nochmal ein Schild? Ja, schieb mal das Schild. Einfach, vielleicht kommen dann... Einfach random schieben. Irgendwann geht's schon. Okay. Oh, so zum Beispiel. Ja, aber da ist nichts aufgegangen. Ja, aber jetzt drück ich den Knopf. Jetzt drück ich den Knopf, weil wir haben es hier draufgepackt alles. Nee, guck, das kommt nämlich oben aus den Köpfen. Es kommt oben aus den Köpfen? Ja, aber du hast das Rätsel einfach nicht richtig gelöst. Willst du es mal googeln, das Rätsel? Weil wir sind ja natürlich jetzt hier... Ja, ich guck mal schnell. Okay. Was sind das für eine Figur eigentlich hier?
Aber wir sind gar nicht so falsch, glaube ich. Ich glaube auch nicht, ne? Das ist alles nur das Remake, das ist kaputt. Wie könnte man das halt? Wie heißen die Knights? Mal kurz gucken, wie heißt die, wenn du, klick mal dran. Achso, The Sleeping Knight. Sleeping Knight. Ne? The Sleeping Knight. Sleeping Knight Order oder so. Wahrscheinlich hätten wir nachher noch mal ein Armor Room. Okay, ja. Was ist die Reihenfolge? Moment. Wir hatten vielleicht ein Dokument vorher gefunden in der Story, weil das ist natürlich das Problem eines Randomizers. Du musst das Spiel im besten Fall so gut kennen. Ja, eben. Put the knight statue with a spear in. Put the knight statue with axe. Also Speer, Axt, Shield. Okay. Aber das sind nur drei, ist komisch. Ja, das Schwert dann wahrscheinlich als letztes dann. Oder vielleicht geht er auch automatisch. Axt. Mhm. Dann Schild. Push the knight statue. Also, ja. Schild. Ja, Axt. Schild. Aber warum raff ich wirklich nicht aufgrund dieser Bilder? Ah, guck mal. Ja, aber das ergibt mit den Bildern überhaupt keinen Sinn, oder? Schwert, Axt, Schild. Wie konnte man darauf kommen? Schwert? Nee, das war. Es war Lanze, Axt. Speer, Axt, Schild, ja. Speer ist also okay. Lanze. Wir drücken mal drauf. Erstmal gucken, ob's. Ja! Hey! Warum gibt man nicht gleich die Ansicht? Ne? Dann erkennt man, dass es ein Schwert ist und eine Lanze. Aber das ist auch falsch. Also die Reihenfolge jedenfalls. Na toll, ihr spinnt doch. Okay, danke sehr. Ja, und das, ja, was machen wir jetzt? Okay, ich bin gespannt. Geht jetzt die Cutscene weiter? Nee, natürlich nicht. Du kannst aufhören, das Blut anzuglitschen. Er hat Spaß dran. Ja, ich meine, er guckt nur, oder? Er sagt nichts. Okay, das ist ja lustig. Wahrscheinlich können wir das jetzt gar nicht weiterspielen, weil das nicht getriggert wird. Du kommst ja aus keinem der Räume raus. Ja, das ist aber interessant, ne? Weil der Seed hat mir angezeigt, okay, das soll eigentlich lösbar sein. Was gehen wir jetzt noch mal raus. Wenn ich jetzt noch mal rausgehe? Got cold feet already? It's not like you. Nee, doch. Nee. Ja, weil das ist ja, also eigentlich ist das ja schon ein Bug, der das jetzt unmöglich macht, oder? Eigentlich schon, ne? Ja. Picture of Two Knights, weil normalerweise, wenn es getriggert wäre, dann können wir ja wieder zurück. Ah, guck mal. Schau dir das an. Jetzt kommt der Zombie raus. Ja, Mann, sehr gut. Mal, sehr gut. Wir waren nie ungeduldig genug, dass es sonst nicht passiert, ne? Hm. Die Katzen kenne ich auch gar nicht. Doch, ich kenne die, aber. Das passiert dann halt, wenn du halt einfach abhaust und rausgehst und dann wartest. Aber dass das hier halt auch passiert, ist natürlich super. Ja, du musst es forcieren tatsächlich mit dem Rätsel, ne? Hell? We better report this to Wesker. Wo der auch immer jetzt rausgekommen ist aus dem Night Room, weiß ich nicht. Und jetzt ist er wieder weg. Na gut, aber man kann es dann schon doch lösen. Ja, ja, wahrscheinlich gut schon. Gut zu wissen. Man muss es halt einfach nur wissen, alles. Gut, ich skippe die Cutscene mal, weil wir haben ja jetzt auch schon einiges gesehen. Mhm. Also hier unten, der Hintergang. Nichts, ne? Da war noch die Tür, die wir später triggern müssen. Genau. Wo wir runterkommen. Zu den neuen neuen Bereichen hier im Master. Und der Garten war irgendwo da hinten noch. Wir sehen hier, also die Tür. Ach, Searching the Hall first. Genau, wir müssen einmal drumherum gucken. Ich glaube auch einmal die obere Runde machen. Einige der Türen sind hier schon offen. Sollte reichen, ne? Ja, ich denke auch. Einmal oben, einmal unten. So, the Master of Unlocking. Also, wir haben natürlich keinerlei Ink Ribbons. Heavy Looking Picture. Wir benutzen können, wo war die Map? Oh mein Gott. Ist bald tot. Ja. Also wir können durch die Tür da unten durch. Und oben ist das obere Stockwerk von dem Raum, wo wir gewesen sind. Also oben links, ja. Ich würde sagen, du gehst rechts jetzt. Wir gehen erstmal rechts unten. Ja, das sollte normalerweise der Raum mit dem Krug sein. Es ist, kann man das nicht, ich dachte, hier kann man das auch so einstellen, dass man Ink Ribbons nicht braucht für Speichern. Das hast du nicht gemacht. Es wäre wahrscheinlich easy oder so, aber du kannst mit dem Randomizer nur normal und schwer auswählen. Ah, okay. Okay, das ist der Raum, wo du Genau, Jill Sandwich. Der Jill Sandwich. Exakt.
Oh, gut. Lignar Crimson Heads unten. Also, der wird ganz sicher später nochmal aufwachen. Okay, ein zweites Red Herb. Sah aber irgendwie gelb aus. Ah, jetzt bleibt mal ein Green Herb. Okay, eins können wir kombinieren, endlich mal. Ja, würde ich auch gleich nehmen. Definitiv, Nimm ihn! Gut. Okay, warte mal, wie wechselt man zum Messer nochmal? Muss man im Menü machen, ne? Genau, du musst Defensive Item rüberziehen. Willst du es echt nicht nehmen? Nimm es, Gregor! Gregor, du stirbst. Aber ich hab doch noch. Du stirbst. Du hast du bist Danger. Mann. Ich bin Danger? Ja. Ja. Was ist Danger? Ja. Danger. Achso, ich dachte, ich bin auf Gelb. Nein. Nee. Komm her, mein Freund. Ich hab zu viel die Demo von Resi 3 gespielt. Komplett mit einem anderen Flow hier drin. Hast du alle Figuren geholt? Komm, geh durch. Nein. Ich weiß gar nicht, wo da 20 sein sollen. Ne? Ich auch nicht, aber der, also wenn man sie alle holt, kriegt man ja für das Spiel irgendeinen Bonus. Ja, irgendwas sollte man da noch mit freischalten können, genau. Hier war doch ein Schlüssel, glaube ich, am Ende, den man aus einem Bild rauszieht. Ja. Ah ja, ja, nee, aus dem Pfeil. Oder ein blaues Cloud. Blue Herb, ja. Das können wir auch schon mal kombinieren. Ups. Brauchen wir nicht so viel Platz. Ah, nee, wir müssen erstmal mit. Grün, ja, ja. Stimmt. So war das ja. Okay, wir haben nur Herbs bekommen übrigens. Da liegt Munition. Na, okay. Spoke too soon. Was ist denn das für ein Randomizer, dass wir nur Herbs haben? So. Plantomizer. Ich mag das. Ich finde das super. Mixed Herbs. Und da gibt es ganz viele Herbs, glaube ich. Also normalerweise. Ja, das sind viele Items. Draußen, ne, da sind nämlich mehrere. Aber da muss. Ah, okay, die Pflanze hier natürlich. Ist hier, okay. Da brauchst du. Da brauchen wir den Chemikalien. Brauchst, genau, erst. Bringt nicht. Okay, es bringt noch nichts im Moment. Okay, da wissen wir also, hier ist die. Da bringt die Map natürlich auch nichts, wenn wir gucken. Ja, natürlich. Da kommt natürlich irgendwo anderswo immer raus. Shit, man muss sich. So, wo sind wir hier? Merken die Orte. Oh, das ist aber schon sehr weit fortgeschritten, glaube ich. Kann das sein? Ist das schon zwischen den beiden Häusern? Ja, ich meine ja. Wir verhält den Ink Ribbon, ja, das wäre was. Du hast doch gerade. Ah ja, du hast nee, was anderes. Es ist natürlich kein Ink Ribbon drin. Ja, ja. Aber wir haben hier drei zum Glück standardmäßig in der Kiste. Beim Absaven können wir ja. Oh ja. Ja, ist sehr witzig. Ja, die Türen sind schon. Tür ist schon hardcore. Ja. Ich mag's. Aber es bietet sich an, verdammt nochmal. Ja, natürlich, also. Wenn ich das öfter zocken würde und mich da auskennen würde, würde ich auch sehr gerne, also sehr oft den Tür-Randomizer spielen wollen. Weil der sehr interessant ist. Ich würde auch sobald dieser Enemy-Randomizer funktioniert, würde ich den auch gerne benutzen. Solange man halt so das Gefühl hat, es ist einigermaßen fair verteilt, dass man auch Munition also kriegt. Also, Enemy-Randomizer ist nicht fair. Nee. Egal, was du willst. Okay. Es ist nicht fair. Ja, es kann sein, dass du am Anfang direkt Hunter hast und dann, wo normalerweise richtig schwere Hunter kommen, dann kommen halt nur Piss-Zombies. Ja, aber vielleicht kriegst du dann ja auch direkt am Anfang schon eine High-Quality-Waffe. Also, ja, ja, sicher. Man kann ja die. Vielleicht. Ja, das ist halt immer so das Ding. Also, das ist. Da, ja. Hier bekommt. Oh. Okay, ein Dagger, also das ist. Ein kleines Rambo-Messer. Genau, Defensive Item, dass man Gegnern in den Kopf rammen kann, falls man erwischt wurde. Da, genau, wollte ich gerade sagen, hier ist aber sicherlich noch irgendwas. Ich glaube, ich erinnere den Raum, da müssten eigentlich mindestens zwei Items sein. Ich denke an so Schlüssel oder sowas extra nochmal. Ah, siehst du. Grenade Shells. Ja, warum nicht? Wird das hier auch auf der Map angezeigt sonst, ob das. Ich glaube, rot bedeutet, dass da noch Items sind. Das zeigt eigentlich ganz gut den Randomizer. Ja, genau, wo wir rausgekommen sind. Aber man kann sich immer merken, wenn da rot ist, bedeutet, dass in dem Raum noch Items sind. Deshalb steht da in Progress. Ja. Okay. Das heißt also, wir haben hier noch was. Am Schreibtisch würde ich es einfach nochmal probieren. Oder ganz rechts, ja, ganz rechts hinten, im anderen Bild da. Ja. Siehst du das? Ja. Ah. Oh. Okay, jetzt war es aber. Ja, der ist 100% gelöst. Okay, also der Randomizer schmeißt dich hier in so kleine Räumchen hier immer da noch. Lustig wird es erst, wenn wir dann die Schlüssel zu den Rätseln haben, dann die Räume wieder zu finden. So, hier war die Pflanze. Mhm.
Das ist natürlich ein guter Raum fürs Randomizen, weil du so viele Türen hast, die hier abgehen, ne? Mhm. Da wäre eigentlich ein Badezimmer mit dem Zombie in der Badewanne. Stattdessen, okay. Ich glaube, das ist... Ich höre ihn doch. Ja, komm, geh ins andere Bild. Ja. Okay. Oh, der eine kommt auch gerade. Action Gregson, komm okay. Schon. Mach mich fertig. So. Drei Schuss, ne? Oh, ne. Vier Schuss. Fünf Schuss, sechs Schuss. Mann! Eine Menge Sag Schuss. Mal. Das ganze Plumpsen gehört. Das Plumpsen. Krass, und er war immer noch am Leben. Alter, was für ein Zombie. Na, der hier nicht. Kannst du ihn eigentlich auch. Nee, ignorieren wird wahrscheinlich nicht gut klappen. Ich glaube, der ist tot. Er ist tot? Ja, okay. Das kannst du zum Glück ja noch im Menü hier machen. Komm mal her, mein Freund. Näher am Kopf zielen geht auch nicht so geil, ne? Jetzt aber. Und du musst es hier anzünden, damit die keine Crimson Heads werden, ne? Ach ja, das kam ja auch. Okay, Death Mask, jetzt kriegen wir schon wichtige Items, die einfach auf dem Boden herumliegen. Geh nochmal zu den genau zu den Pflanzen, ja. So. Oh! Die Magnum! Das ist eine schöne Pflanze. I like it. Sechs Schuss drin, Hammer. Siehst du, jetzt kann jedes Vieh kommen, ist mir egal. Empty Bottle. Oh nein! Diese Empty Bottle, die sind doch für später, diese Plant. Oh, wenn du die ganzen Flaschen auch noch random kriegst. Ey, ja, du musst alles einfach in die Kiste und warten, bis die Zeit kommt. Aber wir wissen ja, hier ist ja eine Kiste um die Ecke. Dann können wir das ja schon mal machen. Ich glaube, die Kisten sind mehr oder weniger die wichtige Schnittstelle hier. Nein, Kiste war eine daneben. Ja. Genau. Magnum? Ja, die kannst du erstmal drin lassen. Genau. Im Moment kommen eh nur Zombies, ne? Das ist der Punkt. Naja, ja, okay, stimmt. Wir haben keine Gegner gerandomized. Genau. Aber wenn der Raum-Randomizer irgendwie ins Labor schmeißt. Ja, stimmt. No? Stimmt. Verdammt. Dann wissen wir natürlich auch nicht. Ich würde sagen, lass uns einmal kurz eine Werbung machen, ne? Damit wir einmal kurz durchatmen können. Mhm. Wenn wir zurück sind, dann machen wir weiter mit dem Resident Evil Randomizer und probieren am Ende vielleicht sogar nochmal Enemies aus. Oh ja. Ich würde es gerne mal sehen. Da sind wir wieder zurück. Resident Evil Remake Teil 1 Randomizer. Mhm. Interessant mit den Türen bisher, ne? Wir haben gerade eine Magnum gefunden, wo ein rotes Herb sein sollte. Ja. Ich habe das Equipment ein bisschen ausgedünnt. Also zum Glück haben wir ja noch genug Slots mit Jill über. Hier sind noch ein paar Räume, wo wir nicht entlang gegangen sind. Ich glaube. Achso, ja, genau. Da war die Safe-Geschichten. Wir sind hier durch die eine Seitentür gegangen, da können wir noch weiter. Waren wir irgendwie im Untergrund? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo dieser Raum sein sollte im Original. Das ist schon ein bisschen her, dass ich das Remake gesehen habe. Es scheinen mir noch nicht aber jetzt hier Räume aus dem Labor zum Beispiel dabei zu sein. Ne? Bisher haben wir auch noch keine schlimmen Gegner gesehen. Also solche Räume, wo krasse Gegner kommen könnten. Also wir sind jetzt nicht auf einmal in einem Bossraum drin gelandet oder so. Aber du weißt ja nie, jede Tür. Okay, das ist die Küche unten, ne? Ja, könnte eine Küche, könnte ein U-Boot sein, ist die Küche. Das ist die Küche. Oh, Mann, ey. Ja, das ist der Koch, der ist halt... Was? Ah, was? Das ist nicht fair. Oh, nein. Messer ins Auge, Junge. Das kann man aber nicht wieder aufheben, ne? Ist da noch einer? Nee, das sind One-Use-Items. Mm. Oh, ey, so viel... Man kann auch so schlecht bei denen zielen, ne? Ich will schön einen Headshot machen wie bei Resident Evil 2 Remake. Nee, ja, ich glaube, mit der Barata macht das auch keinen Sinn. Man muss sich einfach aufs Auto-Aim verlassen und muss es immer wieder nachjustieren. Jetzt zum Beispiel, genau. Nochmal, Weg, 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 weg. Ein Lucky Shot, immer wieder geil. Nice. Der sollte randomisiert sein, dass von 10 Schüssen immer irgendwie mindestens einer ein Lucky Shot ist. Ja, die Crits sollten auf jeden Fall besser funktionieren hier. Der könnte jetzt auch nicht als Crimson Head zurückkehren, glaube ich, ne? Wenn ohne Kopf. Ist. Kannst du nur Crimson sein.
Okay, wieder. Es ist so, man weiß ja wirklich, jede andere Tür ist ein Abenteuer. Das hier ist jetzt da bei der Treppe, wo gleich das Safe wo der Jill-Sandwich-Raum eigentlich kommt. Weiß ich nicht. Man merkt jetzt, wie viele Gänge. Da hier kommt die Schlange. Die Schlange, genau. Ah! Und der NPC, der. Da ist die Schlange. Okay, jetzt sind wir durch viele Türen gleichzeitig gegangen. Und jetzt sind wir gelandet. Du machst es ein bisschen kompliziert. Oh, Elektroschock. Take the Stun Gun. Okay, das ist auch zumindest ein. Ja, aber es ist ja durchaus. Die Schrotflinte, die kaputte. Schau mal. Und die kannst du dann austauschen. Ach, okay, was sage ich? Du meinst das First Aid? Da ist noch was, ja. Hier ist die Schrotflinte, nein. Ein Red Herb. So, gucken wir noch mal auf die Map, wo wir jetzt hier verteilt sind. Okay. Ich mag das sehr. Total weird. Puh, alright. Also, wir könnten den jetzt hier umbringen. Ich bin jetzt einfach mal in den Raum reingelaufen. Da war ja auch noch ein Zombie hier. Mhm. Hier müsste auch der NPC sein, oder? Da müsste was? Ein NPC? Oder war der im Remake gar nicht? Ja, normalerweise ist hier, genau, Enrico oder so. Einer, der von der Schlange gebissen wurde. Dem man ja erst noch helfen muss. Da frage ich mich ohnehin. Hau ab da, Gregor! Wie das später gehen soll. Weil da ist ja dieser Countdown und du musst dann deinem Buddy helfen. Ja. Und den musst du ja, den musst du ja, glaube ich, nicht retten. Ja, du kannst ihn auch nicht retten. Ja, ja. Schon. Aber es ist eine Mission, die man dann erstmal machen muss. Das ist so ein Abschnitt. Ja, richtig. Da bin ich gespannt, wie der hier aussieht. Ah, oh, Hai, beim Hai! Geil! Oh. Oh, nee. Oh Mann, du die Haie. Aber mit der, du könntest sie natürlich mit der Magnum erledigen. Die er nicht dabei hat. Ja. Na, du musst ja nur dran vorbeilaufen. Okay, warte mal. Du hast genug Leben. Lass mal kurz auf die Map gucken, wie die. Ja, ich habe mich ja jetzt wieder geheilt. Einmal langlaufen. Wir können einmal außen rum und einmal. Oh, können wir innen zu der kurzen Tür? Geht das? Da ist ja eine hier direkt oben. Ich glaube, die ist noch zu wegen dem Wasser, oder? Da stand das hier offen. Würde ich auch sagen. Oh, okay. Nee, sie geht. Okay, cool. Jetzt sind wir oben. Auf dem. Ah, im Dining Room, oder? Boah, das wird ja nicht der Dining Room, das ist die Halle. Ah, ist die Halle. Okay. Irgendwann ist ja wirklich nur noch hier rum. Ah, okay, es ist da so eine Abkürzung wieder quasi in die große Halle hier rein. Ja. Okay, und das ist der Raum, wo wir schon mal, glaube ich. Ja, die können, glaube ich, brauchst du nicht hier die. Zuschieben. Nee, die Deathmask brauchst du, war nicht hier, ne? Die, lass mal kurz gucken, oder war da das was? Das könnte sein, hier ist nämlich ein Rätsel gleich. Ja, ja. Was muss da musst du Schlüssel, den Schlüssel raus. Aber du musst einen anderen Schlüssel reinlegen dafür. Ja, irgendwas musst du reinlegen. Okay, können wir hier. Aber wir können durch hier hinten. Jetzt. Ist das Lisa Trevor? Oh oh. Das ist Lisa Trevor, das ne? Das könnte sein, aber ob die hier läuft auch? Ist das nur der Weg zu ihr? Das ist der Weg zu ihr. Aber die kann da auch rumlaufen, ja. Also, sie taucht ja eigentlich erst auf, wenn man einmal in die Hütte reingegangen ist, ne? Da ist es auch so der Sound auf dem Weg zu ihr hin, dass man den einmal hört. Mhm. Ja, ich denke auch. So muss es eigentlich sein. Eine der besten Additionen zum Resident Evil Remake. Ja, das kann gerne auch immer so bleiben. Backstory. Das ist total gut. Okay, hier ist nicht jeder Umschnitt gerandomized, oder? Nein, noch. Okay, wichtige Items. Mhm. Gesundheit. Renerv. Das können wir gleich mal kombinieren. Noch eins. Das sind tatsächlich zwei Green Herbs. Was sagt denn die Map? Is this even randomized? Okay, alles. Also es muss ein glücklicher Zufall sein, ne? Dass du dann gleich das Herb wieder bekommst. Mhm. Oh, das ist ihre Hütte, oder? Oh, ich kann sagen, bist du tatsächlich ausnahmsweise im selben Gebäude? Scheiße! Das ist nicht, ich glaube, es ist nicht ihre Hütte, sondern. Ja, das ist die Hütte, die Garten beim Garten, nach dem Garten. Oh. Ja, ja. Und da haben nicht mitgerechnet. Kann ich das da drauf schieben? Oh, ja, musst du eigentlich. Ja, muss ich. Aber die Dinger machen gar nicht so viel Schaden, oder? Die nerven. Also, ja, gut, die nerven. Mein Schaden, ist schon ordentlich Schaden entstanden, muss ich sagen. Erschrocken haben wir uns alle, glaube ich. Hier auch runter. Das Loch, ne? Ja, ist eine Frage, ne? Wo der zweite rauskommt. Wahrscheinlich da. Alter, oh, war das. Hier müsste jetzt normalerweise der Billardraum mit den Spinnen sein. Richtig. Oder ja, oder der Bienenraum? Nee, wahrscheinlich der Billardraum. Und was jetzt? Es ist ein Garten. Ja. Shotgun-Shells? Warum nicht? Die wachsen hier ganz gut. Sag mal, eigentlich wäre es doch möglich,
Ui. Die Schlangen. Auch die Gegenstände auszutauschen, oder? Dass die virtuell auch da liegen. Nicht, ja, also, sie sind ja eigentlich nur rein kopiert. Ne? Sie sind ja nicht natürlich da verbaut worden, sondern die meisten sind ja wirklich das glänzende Item, was reingetan würde. Theoretisch wäre das. Oh, ein Safe. Ja. Theoretisch wäre das möglich. Special Instruction. Destruction of the Head. Mal gucken, gibt es hier ein Item zum Suchen? Nein. Es ist vielleicht sinniger, wenn man mit dem. Kannst du ruhig nochmal speichern? Achso, ja, würde ich machen. Wenn man mit dem Randomizen anfängt, entweder nur Türen oder nur Items, weil jetzt haben wir natürlich beides. Ich finde es aber toll. Also, es macht. Weil die Frage ist, willst du es durchspielen oder willst du halt einfach mal eine coole Erfahrung haben? Und da finde ich das schon sehr angenehm. Ja, ja, also fürs Angucken ist es cool, total auf jeden Fall. Eigentlich. Aber wenn wir es vorhaben, irgendwann mal durchzuspielen, dann bitte ohne diesen Door-Random. Es wäre ja eh ein Battle, nehme ich an, wer es zuerst schafft. Ja, will. Ja, also wenn einer oder ein Zusammenspiel, mal gucken. Ja, je nachdem, wie er funktioniert, kann man sich vielleicht so ein Milestone legen. Ne? Ja. Vielleicht wer zuerst den ersten Boss weghaut oder so, wenn die Schlange periodisch irgendwo dahin gepackt wurde. Ups. Wir schreiben jetzt noch meine Uhr als Saves hier. Braucht kein Mensch. So. Das Ribbon rein. Ich habe mal die Magnum jetzt mitgenommen, einfach sicherheitshalber. Mhm. Ich habe eh auch kaum noch Schuss. Mit der hier. Also wir waren in der Hütte, ne? Im Garten. Ach, hier kam die Schlange. Warte mal, was war das? War das nur ein Durchgang hier? Ja, sonst nichts, ne? Schläng, schläng, schläng. Hat mich das Scheißding erschreckt aus dem Boden. Ja. Wie schlimm ist das denn? Den hatte auch keiner mehr auf dem Zettel irgendwie, den Tentakel. War das die Pflanze 42? Ja. Ist sie das schon, ja. Die müsste normalerweise hier auch kommen, wenn die Türen normal wären. Ja. Das ist ja die, durch Lisa Travers Hütte ist ja eine zweite Gartenhütte dazugekommen eigentlich. Wir hatten ja sonst die eine, wo der mittlere Teil, also der Übergang zwischen Mansion und Labor war quasi dann dieses Gartenhaus, das man normalerweise da hat. Okay, da ist eine verschlossene Tür und daneben ist die. Hier wäre gleich eigentlich ein Safe Room. Aber guck mal, wäre das nicht die verschlossene gerade? Durch die ich gegangen bin? Nee, ich glaube, die gegenüber war das. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier hier gelandet. Naja, egal. Hä? Richard! Ah, jetzt! What happened? Der Vergiftete, ne? Ja. You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Ja, aber unter den aktuellen Voraussetzungen eher nicht. Das ist doch alles so dämlich. Er sagt ihr das Serum, aber sagt ihr eigentlich nicht wirklich wo? Und warum hat er das nicht mitgenommen? Und ich meine, nimmst du doch einfach mal mit. Naja, gut. Konnte er nicht ahnen, wie lange diese Schlange ist. Okay, das sind. Boah. Okay, keine Idee. Bienen! Okay, warte mal, wir sind gerade. Hinter diesem Schloss baust du das Serum zusammen. Genau, genau. Aber du brauchst ja dutzende Flaschen erstmal. Never ever wird und das jetzt. Und mit Jill, muss man das überhaupt mit Jill machen, das mit dem Serum? Das mixen? Weiß ich nicht. Ich glaube, das muss man nur mit der Barry. Nein, genau. Er kommt nämlich dann mit dem Flammenwerfer und deswegen braucht man das gar nicht. Stimmt. Ja, mit Chris muss man das machen. Ja, das ist korrekt. Oder vielleicht war es auch nur im Original so und beim Remake muss man beides machen. Ich hab's aber auch so erinnert. Ja. Ja, sie ist dann einfach schwächer. Die Pflanze, wenn man die Wurzeln zerstört, ist die Pflanze schwächer und das brauchst du für Chris und weniger für sie. Aber der Gregor macht das eigentlich ganz gut bisher. Ich hab gleich gar keine Muni mehr. Aber was ist denn mit dem? Da ist doch eigentlich eine Türöffnung dahinter, oder? Ja, ich habe von der einen Seite geschoben. Du hast Chili geschoben. Dazwischen konnte ich gar nicht schieben. Genau, es ging von der anderen scheinbar ja gar nicht. Okay. Habe ich hier noch Items? Aber da ist doch eine Bodenluke normalerweise, oder nicht? Vielleicht auch nicht. Das ist auch ein anderer Raum. Bei all den Räumen, die dazugekommen sind, ich kann die auch nicht mehr auseinanderhalten. Da, ne? Also hier ist das nicht noch genau. Ja, da ist das Klo. Okay, mal gucken, was jetzt hier ist. Schauen wir mal. A Dining Room.
Another Dining Room. Ach, okay, statt Magazin haben wir das. Nee, ich weiß nicht, wo das ist. Unten in der Küche? Nee, nicht die Küche, ne? Ja, von der Ausstattung her würde ich sagen, eher ärmlich. Also vielleicht eher die Küche unten oder eine der Hütten oder so. Nee. Okay, zweites Stockwerk, oberer okay. Dining Room, Ostflügel. Ich glaube, es ist da bei diesem Raum, wo die ganzen Käfer Modelle sind. Ja, da ja. in der Nähe. Da merkt man erstmal, was für komische okay. Räume es gibt. Ja. bei Käfer denke ich jetzt, okay, von welcher Seite? Ja, doch, hier erinnere ich mich, doch. Dahinter ist okay, natürlich was. Ich glaube, das ist die richtige aber Seite. Aber ich glaube, da sind normalerweise auch nur zwei Shotgun-Shell-Packungen oder so. Da ist ja. ein kleiner Raum. Oh, mit einem Dude mit einem drin. Zomb. Gib ihm mit der Magnum. Nehmen wir mit der Magnum ein? Ja, Mann. Ja, Mann. Kopf weg! Kopf weg! Oh. Ja, komm her. Oh, komm her, Mann. Ring around the Rosie, so. Oder wie? Komm, wenn schon. Er hat deine Magnum komm. Gesehen, er will nicht mehr. Yeah. Zack. Ach, schön ist das. Ja. So, was liegt hier? It's too dark. Oh, okay, das ja. Auch ah, ja, du hast ja kein Licht. Du brauchst Kerzen hier das drin. Feuerzeug, ne? Ich habe aber, ich habe nur den Lockpick hier, ne? Statt dem Feuerzeug. Aber es hat Spaß gemacht, ihm den Kopf zu blasen, ne? Das ist doch die Hauptsache. Das war ja in Ordnung. Ja, hier musst du wieder kommen mit Feuerzeug oder so. So, ich habe wieder umgekriegt, ne? Ich habe nicht die Magnum. Ja. Ja, gut. Probier noch mal. Ich glaube, das hat sich jetzt resettet, oder? Ja. Also, probier mal von. Ja, ich kann nicht von der Seite. Ja? Ja, doch. Okay, das ist ja doch. Weird, ja. Okay, das ist merkwürdig. Also, ich kann mich gerade so einhaken. Ja, ja, es ist ja. eigentlich komisch. There's a ladder here. Nein, es war keine ladder hier. Okay, wo sind whatever. Wir? Drittes Stockwerk Menschen, okay? Hm. Mhm. Okay, einmal vom Zombie greifen lassen geht. First Aid Spray. Ein paar Mal beißen lassen geht. Ja. Nicht verschieben. Nee. Okay. Gleich passiert was. Ja. Ah! Wer? Hunter. Oh, die Schnecke! Die Schnecke! Die Schlängen. Ist das schon der Bosskampf hier oder was? Oh shit, du hast die Magnum dabei. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, aber du hast nur 5 Schuss. Es sind 4 mehr als er braucht. Wow. Oh, sehr gut. Weil sie ist sehr groß, du kannst sie eigentlich kaum verfehlen, aber. Ei. Also sie kann mich auch nicht verfehlen. Vorsicht bei solchen Schüssen, die gehen aber daneben. Oh Mann, das war schon. Ein noch, let's go. Der vierte. Okay, das war's, oder? Ja. Nimm noch mal, genau. Ja, es passt. Ei! Lauf, Digga! Nee, warte, da habe ich auch Anti-Gift. Lass uns das du bist noch nicht vergiftet. Das ist das Gute. Ja, du hast Glück gehabt. 4 Schuss, wie soll das gehen? Liegt hier noch irgendwo was rum? Ich glaube, er ist fertig, oder? Er ist tot. Ist es schon? Läuft er nicht gerade weg? Oder was? Ja, es könnte sein. Nee. Nein, doch nicht. Ich habe gelogen. Links verschwindet sie noch, rechts kommt sie wieder. Ah, fick Scheiße. Oh, 2 Schüsse. Du hast noch Energie. Liegt hier irgendwo noch mal eine Waffe rum? You can't get at it right now. Okay. Durch die Tür kannst du wahrscheinlich auch nicht. Da vielleicht im Nachtschrank noch? Ja, da ist schon. The knob is broke. Oh, no! Shit. Ja, das ist auf jeden Fall das Ende. Oh. Messer ihn! Let's go! Messern, okay. Du hast einen Biss, kannst du ab und dann. Gregor, ey, du kennst ja gar nichts, Alter. Big. Jetzt kann die mich denn da beißen? Physikalisch unmöglich, der hat doch gar nicht die Beweglichkeit. Jetzt abhauen. Abhauen. Hey, komm. Mann, du hättest es eigentlich schon haben müssen. Wir haben. So nein! Der letzte Versuch, Gregor! Come on, do it! Stech hier doch hinten in den Schwanz, wo sie nichts machen kann. Jawohl. Ja, ja, ja. Und jetzt abhauen. Ja, weiter, jawohl. weiter. Schwanz. Ach Gott. Wenn jemand die Folge nur hört statt. Oh Mann, Yeah! Er hat die Schlange gemessert. Gregor.
Der Unsterbliche. Ich habe die Schlange gemessert. Das ist wirklich gut. Nice. Wir haben nichts mehr an Ressourcen, aber ich habe die Schlange gemessert. Wir haben noch Ressourcen in der Truhe. Ja, stimmt. Ey, das war gut, das war toll. Jetzt müssen wir alle Zombies nur messern. Blaues Kraut. Danke. Hat sich gelohnt. Blaukraut, blau, bleibt Blaukraut. Oh Mann. Dieses okay. Mistvieh. Die andere Tür geht ja nicht auf. Der ist verbraucht und da war der Knob kaputt, also ja. Müssen wir wieder zurück. Das hat jetzt wirklich alles nur ein blaues Kraut gebracht, das ist doch ein Witz. Ja, und hier ist auch nichts mehr. Ah, warte mal. Nee, warte. Naja, war nichts. Ups. Also, wir sind durch die rote Tür, aber da ist noch eine. Ist da eine Leiter? Ja, da ist eine Leiter, Leiter, wenn du jetzt gerade zu drauf läufst. Ja. Achso, hier. Mit der, ja. Ach, mit der sind wir. Ach ja, wir sind runtergekommen genau, und dann drumherum. Stimmt, ja, das hab ich schon vergessen vor lauter Aufregung. Aber das war eine schöne, spannende Session, muss auf ich sagen. Auf jeden Fall, also, kann man nicht meckern. Aber das wäre ja zum Beispiel mal, wenn dann der Randomizer, falls wir mal einen Wettbewerb oder sowas machen wollen, wäre das ja eine interessante. Von hier ist sie gekommen, ne? Wer quasi den ersten Endgegner ja. legt oder den ersten auftauchenden Endgegner. Oder wie? Das ist natürlich interessant, wenn man, also wir hatten ja schon unterschiedliche Seeds bei Mario und man könnte natürlich dieselbe Seed nehmen. Kann man die eigentlich kopieren? Ja, kann man auch, ja. eine Textdatei. Aber dann, dann gucken wir halt, wer am weitesten kommt oder so. Oh, da ist ein eine Handgun Magazine. Ganz übersehen. Ist da gerade ein Gegner rausgekommen? Ja. Bienen! Die okay. kannst du aber auch nicht abschießen. Ja. Schnell. Geh mal in den 003 Raum. Nächste Tür. Gut. Gut. Achso, okay, da ja, kommst du wieder ist, hier. Ja, Vorsicht, gleich den Tentakel wieder. Das ist echt lustig, weil auf die Art ja auch die verrücktesten Räume miteinander verbunden sind ja. für immer. Und man wirklich manche Rätsel wahrscheinlich schneller, manche sehr, sehr langsam nur lösen kann. Schon spannend. Das erinnert mich ein bisschen an Dawn of 4, was wir ja auch ins Bild da laden. Aber hier ist es Absicht. Passen. Ja, hier ist es Absicht. Dawn of 4 weiß ich nicht, was ist. So, also. Da oben sind auf jeden Fall Items. Ja. Das ist die Tür. Oh, scheiße. durch die bin ich durchgekommen. Ja. Ne? Also wir können ja gerne bis zur nächsten Werbung einfach mal das weitermachen, dann saven wir hier mal ab und wir können noch mal, könnt ihr gerne mal mit einem Enemy Randomizer probieren, wenn ihr wollt. Ja. Das machen wir. Wir probieren es noch mal. Ach ja, da war's, da, das meinst du, ne? Genau. Ach nee, das ist ja nur die Map. Also. Aber wer weiß, ob das die Karte ist, die wir kriegen. Ich glaube, Karte ist okay, nicht Karte, randomized. Okay, Karte bleibt Karte. Schmarte, könnte ich mir vorstellen, ja. There's a hole in the wall here. Oh. You see a giant beehive. Hey. Das war nicht so clever, oder? Get the fuck out. Okay. Oh. Huh? Ja, die Szene kennt ihr noch. But it's not necessary to destroy stars. Ja, ein Böser? Die Silhouette kenne ich. Ja. Kannst du da aber trotzdem rein? Achso, ja, wir gucken mal. Jill! Ja, ich kann rein. Okay, nee. Jetzt kann ich rein. Okay. Okay, wo hat er uns? Lab? Oh, B1. Wir sind in der Lab. Okay, dann ist es doch das Lab jetzt hier schon. Aber vielleicht, weil wir den ersten Boss haben jetzt schon. Ah, das trifft sich. Oh, doch nicht. The Mooncrest. Alright. Handgun. Movie-Projektor. View the movie. Ah, der gute alte, genau, Cerberus. Ah ja, alles klar. Denn da ist doch auch Wesker bei dem. Ja, ja, da war er gerade am Ende gerade, ja. Der Einzige, der cool geguckt hat. Als ob er Dreck am Stecken hat. Er ist halt Top-Wissenschaftler. Er ist der Chef von deinem Star-Team. Er ist Top-Traitor. Er ist in allem einfach. Und Haare auch. Haare und Sonnenbrille. You know, I'm the best of traitors. The very best traitor you can imagine. The best traitor. Er lacht auch am besten. Er lacht nicht so gut wie Zweistein, aber er ist auf jeden Fall. Das ist aber nur eine Wand. Ja, also da können wir nicht hoch. Da war nichts. Ich glaube, dann haben wir von hier das meiste.
Nee, irgendwo fehlt noch ein Item. Vielleicht auf dem Tisch? Meinst du? Könnte ich mir vorstellen. Naja, hier drüben. Ah, es kann sein, weil das ja noch, da gibt es noch einen extra Raum auf der Seite. Ja, wo wahrscheinlich. Später reinkommen. Okay, also wir waren nicht unten im Lab. Ah nee, hier sind wir zurück. Genau, hier bist du okay, durch. Gehen wir wieder zurück. 002. Mhm. Ah, ich kann das, die Waffe ja mal wieder equippen. Okay. Ist das wieder die Schlange? Courtyard, das ist der Zwischenweg, ne? Ah, nee, doch. Oh. Ah, wir, haben wir nicht eins bekommen dafür? Na, das ist ja, um die, um das Statue zu drehen. Ah, okay. Aber wie kriegt man sie nochmal da drauf? Mit dem... Nee. Irgendwo ist eine freie Ecke ziehen, dafür. Ne? Genau, genau, da musst du das hinschieben. Da musst du es hinschieben und ja, dann ja, ziehen. Aber wir haben den Crank nicht. Ja. Wir haben den Crank, aber schieben können wir ja schon mal. Ich glaube, der resettet sich sowieso. Ja, okay, dann lassen wir es. Wer schiebt denn den Scheiß wieder zurück? Ja, keine Ahnung. Wir haben den Crank nicht, das Wichtigste von allen. Ja. Vor allem hier gibt es mehrere Cranks, hier gibt es noch einen... Ja, Hexagon-Crank stand da. Ja, 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 okay. Also das brachte nicht viel. Alright. Hier sind die Bienen, dürfen wir nicht vergessen. Hier unten waren wir noch nicht entlang, das haben wir tatsächlich gemerkt. So. Aha. Oh, ja. Jetzt oben bist du aber... Über dem Dining Room. Ja. Das ist über dem Dining Room jetzt. Und es ist gut, dass hier noch keine Hunter sind. Ja, mit den Feinden bis auf die Schlange hatten wir verdammt viel Glück. Och, das mit dem Messer ist ja aber auch... wie hast du das damals gemacht, Simon, mit dem Messer immer? Da kann man ja kaum mitarbeiten hier. Ja, es ist sehr unangenehm, ne? Macht wenig Spaß. Man macht's halt, weil man's muss. Da liegt noch ein Item. Aber das haben sie ja auch echt... Oh. Slide-Filter, okay, was auch immer das war. Das war, glaube ich, ja auch für das für den Projektor. Für den Projektor, oder? Ja. Ah, okay, ja. Ja, wir wissen ja, wo der Projektorraum jetzt ist. Ja, ja, ja. Und da war ja auch noch was zu erledigen. Den musst du runterschmeißen, genau. Aber müsste hier nicht noch ein Zombie sein? Vielleicht war das der, der auf der anderen Seite jetzt gerade war. Boah, aber um den jetzt zu holen, weiter Umweg. Ja. Spring doch einfach runter, Jill. Ja. So hoch ist das nicht. Plong. Also, sind wir durch die Tür gekommen? Ja. Hier? Oder? Oh, okay, es sind zwei. Andere, ne? Ja, ja, es kann beides sein. Ah, der Raum. Da wären jetzt, also jetzt hier geradeaus wäre der Raum mit den Käfern, den ich vorhin angesprochen habe. Sollen wir? Ja. Ach, schick Idiot. Ja, natürlich. Ich habe dran gedacht, wieder mit einer roten zu kombinieren, aber es ist ja bestimmt kein rotes. Ah! Oh, fuck. Das ist ja wirklich der ekelhafteste Raum. Von allen. Warum hast du den, warum hast du das jetzt, gemacht? Jetzt nicht, das tut mir leid. Die haben recht, das ist überhaupt nicht lit. Nix ist hier lit. Von dem Raum. It's lit! Alter, oh, ich hasse das. Ui! Ui! Ich hab keinen Platz mehr, ne? Oh ja, ich kenne, das ist der Glockenturm, wo man ganz nach oben muss, glaube ich. Ja, in der Hütte, ne? Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es gibt so einen auf jeden Fall. Da ist der Arnie-Handshake. Ja, echt ohne Scheiß, oder? Arnie Wrestling Tournament. Nee, ah, das ist der Billardraum. Ja. Okay. Okay. Da hat sich was bewegt. Hier sind über. Aber die sind zum Glück nicht so aggressiv, das finde ich irgendwie. Ich würde vielleicht ein Kraut nehmen und die Shotgun-Shells mitnehmen. Aber wir haben noch keine Shotgun, ne? Wir haben keine Shotgun, ja. Ein Kraut nehme ich, wenn die mich nochmal beißt oder so. Oh. Hey. Weil richtig. Ja, die sind nur. Andere Ausgänge sind nicht wirklich. Auf der anderen Seite ist ja auch noch was. Ja. Ah, nee. Nee, von da kommst du. Von da komme ich? Ja. Ja. Nein. Oder? Hä? Nee, nee, von da. Nee, doch nicht. Okay, wir haben uns beide gehört. Da haben wir einen weiter runter. Das. Okay, okay. Kannst du da hochklettern, glaube ich. Was war das nochmal? Da, genau, durch den. Ah. Aber ist das jetzt. Okay, die Räume sind verbunden. Oh, wenn ich jetzt in Metal Gear Solid rausgekommen wäre. Das ist hier, Hunter oder so. Irgendwas will dich töten. Krass. Das wäre auch relativ krass, wenn das auch nochmal randomized wäre. Ja.
Ah. Oh, jetzt brauchst du die Modisk. Ich hab nicht die Modisk, ich hab die andere, ne? Ja. Die Slide. Oh! Oh, die Insektors. Ach nee, ich muss das schieben. Ja, mach einfach, komm. Ah, es ist so unfair manchmal, die Kämpfe. Oh shit, nach unten, nach unten. Ja, um sich tänzelt. Shit. Ganz vergessen. Und. Oh. Das ist aber nicht schlimm. Ich finde, du hast dich sehr lange gehalten. Also. Ja, also dafür, ich hätte erwartet, dass ich wesentlich vorher. Ich auch. Ja. Abkratze. Da muss man mal sagen, wir gehen in die Werbung, wir überlegen uns, dann machen wir nochmal vielleicht mit Enemy Randomizer und dann könnt ihr auch mal ein bisschen Spaß wir haben. Wir versuchen es mal mit dem Enemy Randomizer, ob es überhaupt läuft. Wenn nicht läuft, dann war es das halt, aber. Wir schauen da nochmal rein. Wir schauen nochmal rein, Dann bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Die Randomizer-Show geht weiter mit Resident Evil 1 Remake Randomizer. Erfolgreicher als wir dachten, trotz unseres Stolpersteins am Anfang mit den gut, eine Stunde durchgehalten. Ohne, du hättest auch noch länger durchgehalten. Ey, der Schlangenkill, wie geil war das bitte? Ja. Das war mit dem, epic. Echt, mit dem letzten Messerstich, das war so toll. Damit. Also Crocodile Dundee hätte jetzt neue Stiefel, kann man sagen. Der komplett, der den Wagen kannst du dir aus dem Ding rausmachen. Wir haben gerade den Controller desinfiziert, weitergereicht und wir haben einen neuen Seed generiert. Diesmal sind nicht die Türen gerandomized, sondern es sind die Items und die Gegner. Da bin ich am meisten gespannt drauf. Das soll nicht so gut funktionieren, habt ihr auch wir schon sind, Wir sind gesagt. Gespannt, ob es jetzt abstürzt oder nicht abstürzt. Kannst du dir so lassen. Also du musst einmal das mittlere auswählen für das normal mittlere. Und Jill. Haben wir noch mal genommen wegen der Item-Slots. Mhm. Es müsste auch anders randomized von den Items hier sein jetzt. Also nicht jetzt müsste so alles nochmal anders sein. Genau, ja. Nur die Türen führen da, wo sie vorher hingeführt haben. Ach echt, die sind nicht so normal. Oh, okay, das habt ihr gelassen, ja. Einfach, weil jetzt das noch mal on top. Ist vielleicht besser. Ja. Irgendwann ist auch zu viel Zufall dann da. Und ich warne dich schon mal, Gregor hat sich nicht zurückgehalten. Er hat bei Tyrants Many gemacht, er hat bei Yawns Many gemacht. Also, wenn die denn auftauchen. Wenn die denn auftauchen. Ich verstehe. Ich werde nicht lange überleben, ich sehe schon. Na, ich muss sagen, es gibt sehr unterhaltsame YouTube-Videos, wo es heißt, was ich Resident Evil 2 Remake und jeder Gegner ist Mr. X. Ja, sowas erwarte ich jetzt aber auch. Golden Arrow. Mhm. I think you'd better. Die hat er nicht genannt. So. Erste Tür. Links der Zombie. Ist der schon was anderes? Wahrscheinlich ist der noch nicht anders. Ja. Kann ich naja, die vielleicht ist in der Cutscene gleich, aber da kommt ein anderer Gegner bei raus, ne? Du weißt es ja nicht. Classic. Das war immer noch toll, oder? Das ist wirklich immer der ikonische Resident Evil Shot. Die Geräusche sind auch so gut. Genau, wie sie den schön neu designt haben fürs Remake damals, ne? Das war toll, ja. Boah, was für Detailgrad da ist. Okay, der ist. Aber es ist ein anderer Zombie, oder? Ja, es ist ein anderer Zombie-Typ. Ja. Der hat Haare. Glaub ich, oh, ist er jetzt auch in der Cutscene dann noch ein anderer? Ne? Nicht mehr der glatzen Zombie? Barry! What is it? Look out, it's a monster! Nee, ja. das ist unser Freund wieder. Wo ziehst du denn auch hin, Barry? Weil direkt auf die Brust? Ja. Einmal mit seiner Magnum, ne? Und er weicht auch kaum aus, so im letzten Moment. I found Kenneth, killed by this thing. They killed Kenny! What? Oh, Crimson Head! Jetzt los! Nee, noch kein Crimson Head. Er ist aufgestanden, okay. Also Barry, soll ich den jetzt? Ach, nee, scheiß auf den. Barry hat ja mal eine richtig schäbige Magnum. Ah, der ist gerade verschwunden, der Zombie, der gerade entlang läuft, ne? Brauchst du ja noch die Cutscene? Natürlich. Ja, aber. Ah, das kannst du, glaube ich, noch mitnehmen da. Das Dumme ist, ich habe ja gerade die Tür versucht aufzumachen. Achso, nee, du kannst sie jetzt aufmachen, weil du musst ja einmal die Cutscene haben, dass der andere Zombie verschwindet. Das war es, wo er umgeschaltet hatte. Schön um den Tisch herum.
Dafür ist so ein Dining Room nochmal richtig praktisch. Bei all den Resident Evil Sachen, die wir hier auf dem Sender haben, kann man auch mal empfehlen. Ich kann mich erinnern, Resident Evil Zero Remake ganz zum Anfang vom Sender mal durchgespielt. Ja, das fand ich am schlimmsten, Alter, mit dem Madenmann. Oi. Und ich hatte das Zero Remake nie durchgespielt, also auch vorher nicht Zero auf für GameCube. Es war cool, es mal gemacht zu haben, aber es ist nicht mein Lieblings-Resident Evil, muss ich sagen. Ich hab's auch nie durch. Es war ein Tyrant! Aber ich hab mich schön aufgeregt. Insofern war es vielleicht, ist es schön anzugucken. Ist doch das mit Rebecca, oder? Da habe ich sogar mitten drin aufgehört. Da kamen diese Affenviecher und habe ich mitten drin aufgehört. Da habe ich gesagt, ich spiel's nicht mehr weiter, die Dreckscheiße. Du sollst dich halt umgucken unten, wo der Tal rumläuft. Ja, genau. Sollst du dich jetzt umgucken? Aber keine Angst, halt echt runtergehen, ne? Es sind die Slow Tyrants, glaube ich, oder? Okay. Nee, jetzt kommt er hoch. Ja? Das sind die schnellen Tyrants. Der Langsame. Er ist vor allen Dingen einfach nackt. Hat sich null an Twitch-Regeln gehalten. Oh, naja, nein, ich! Wenn du keine Nippel mehr hast, kannst du die überhaupt noch zeigen, wenn sie dir abgefallen sind? Okay. Ja, die sagt ja, hier ist kein Problem. No, nothing, no problem. No, I've seen nothing, let's go. Not much we can do. We can search for him separately. Alan. Das ist eine super Idee. Thanks. Ist er jetzt wieder weg? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Wahrscheinlich. Ja, wo? Nicht schlecht, er ist weg. Okay. Ja, vielleicht wartet er oben nur. Vielleicht springen jetzt statt Hunde Tyrants raus. Oh ja, das wäre natürlich was. Hier ist ja auch, also, ich denke mal, die Gegner werden ja ersetzt. Wenn da ein Gegner sein sollte, dann ist ein anderer jeweils da. Hier haben wir jetzt einen gescripteten Zombie gleich, ne, der so um die Ecke kommt, wenn du einmal dir das hinten angeguckt hast. Das ist doch die Karte, oder? Normalerweise. Normalerweise, ja. Das heißt, die ist jetzt auch hier. Mal gucken. Höchstwahrscheinlich, ja. Sollte aber. Aber gucken schadet nichts. Wenn das überhaupt reicht geht. Das? Ja. Der ist nein. So soll das aussehen. Alright. Ja, genau. Hier, das ist das Tutorial für das Messer, ne? Weil du hinten so ein Messer findest. Haben sie hier cool gelöst, finde ich, ne, wo du aus der Szene rausgehst und du aber ohne Umschnitt da bleibst. Ja, nimm das Messer! Was jetzt natürlich kein Messer ist, das du gar nicht benutzen kannst. Okay, ich muss... Du kannst die Flasche nach ihm werfen. Who dat? Ja, das ist echt schön gemacht hier. Ja. Wer kommt denn? Der ist wahrscheinlich normal. Lern laufen! Ja, nee, guck mal. Das Modell. Was ist das? Hey, das ist die Schlange! Lauf! Das ist doch nicht dein Ernst! Was? Hey, wo ist sie? Die ist zu groß für die Ecke hier. Ja. Kommst du da noch hin? Raus hier! Fantastisch! Okay, hier kannst du nicht durch. I love it. Warum sehen wir nichts? Ach ja, die ist zu groß einfach. Geil. Ich mag's. Ist jetzt hier wieder was? Immerhin habe ich hier meine Ruhe. Hier im nächsten Raum. Hab ich irgendwas zu? Nee, auch nicht. Bin bald tot schon wieder. Aber das ist schon cool. Das macht mir richtig viel Freude so. Der Tyrant ist immerhin weg, ne? Ja, das war aber auch echt... Ich meine, der Tyrant direkt als zweiter Gegner. Vielleicht war das Wesker, der sich schnell umgekleidet hat. Ja, ja. Dass die Bosse auch randomized hier drin sind. Okay, hier sollten wir sehen, was hier rumläuft. Sag mal, spinnt ihr? Nehmen wir einfach mal überall Schlangen. Gönnt die komplett drumherum, um das Ganze sein? Ist die lang genug? Der Schwertschlüssel, stimmt, den habe ich ja nicht. Aber da war noch ein Tier. Hier kannst du das Ding schon mal runterschieben, wenn die Schlange dich lässt. Man sieht sie gar nicht mehr gut. Die ist unsichtbar. Ist zu groß. Bis sie wieder auftaucht auf einmal, ne? Da ist sie! Da ist sie. Ah! So. Willst du es nochmal probieren? Oder jetzt ein bisschen geschickter machen? Bitte, ja? Das kann jetzt, ja wohl nicht wahr sein. Jetzt bist du dran. Nein. Doch, du kriegst ja jetzt schön die Desinfektion hier und dann bist du dran. Shit. Oh, hier, Spritz. Überall. Du hättest ruhig speichern können. Jetzt muss ich das. Ich hätte gerne gespeichert, wenn ich irgendwas gesehen hätte. Bitteschön. Wunderbar. So. Ich nehm nochmal. Du willst nochmal ein bisschen. Hier ist noch ein bisschen feucht. Ja, komm. Das ist doch gut.
Das ist gesunde Feucht. Ja. Gut. Ist gut. Okay. Jetzt hast du nicht Load, ne? Muss ja nochmal rausgehen. Hab ich Load gemacht? Ja. Oh. Zu spät. Mist. Nee, hier. Hm. Ja. Haben wir Com-Sound durch die Regie oder ist er auf einmal weg durch die. Habe ich den Sound jetzt irgendwie. Wie, cool, na, das ja, das sagen, wie hätte okay. ich das geschafft? Ey, weißt du, durch Alt-Tab oder irgendwelche Sachen? Keine Ahnung. Du hast den gleichen Seed, sie ja. Also sollte zumindest an der. Ach, kann ich nicht einen anderen haben? Ich ja, will keine ich, Schlangen. Du willst nicht. Nein, nein, Quatsch. Nee, ja, lass, das ist doch viel lustiger, wenn wir. Das dauert jetzt sonst zu lang. Lass uns das einfach machen. Ja. Ich gehe sowieso in andere Räume noch rein und ich versuche da durchzurennen. Ja, lieber. Du wirst es das jetzt. Also. Theoretisch, wenn der Seed so ist, wie er ist, müssen natürlich dann auch, dann kommt da eine Schlange, dann kommt da der Tyrant, ne? Ja, das ist genau so. Daran orientieren. Also weit sind wir ja noch nicht gekommen, von daher können wir da hier ruhig weitermachen. Nee, jetzt tun wir nicht so, als ob du weiterkommst. Nee, das hab ich gar nicht gesagt, aber bisschen schon. Okay. Golden Arrow, den kannst du noch mal untersuchen für die Spitze, ne? Mhm. Was auch immer das dann war. Später wahrscheinlich. Wie war Ziel? Das war nicht Ziel. L2. Genau. Ah, L, okay. Und Schießen war. R2. Okay. Das ist die moderne Steuerung. Mhm. Ein bisschen einfacher für uns hier. Kann ich das Ding. Nee, das sollst du, das Emblem sollst du nehmen können. Ja, ist, glaube ich, im Weg, mache ich gleich. Das kannst du nicht bei den neuen Resident Evils machen, die Türen randomisen, weil du hast ja direkt. Ja. Geht ja direkt durch. Hey! Ah, hat dich erwischt. Mir gar keine Zeit gegeben. Barry! Okay. Shit! Sag mal. Lässt sich von jedem erwischen jetzt hier? Nee, der hat mich zum Glück nicht erwischt. Aber ich wollte das Ding doch noch abholen, dieses Emblem da. So weit kommst du eh nicht. Hey, dass komm, du ja. Das benutzen kannst. Ja, ja, das wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Ja, was man in diesen grafischen Elementen von Spielen aus der Zeit gefühlt, die haben einfach nur griechische Buchstaben genommen und ohne Sinn und Verstand an die Ränder ja. gepackt. Das, warum solltest du es googeln? Hey, also, das macht ja auch sonst keiner. Also. Weil der Gegner verschwindet einmal. Ja, ist. Wird eh keiner erkennen können mit der Auflösung. Ist aber schon irgendwie verdammt cool, wie der so dasteht und sich anguckt. Ja. Dafür, dass der normalerweise in dieser Location nicht drin ist. Ja. Er passt gut rein. Ja. Ja. Ui. So können wir vorstellen, dann nach der Nicht-Händewasch-Apokalypse, wenn du dann einsam in deinen Menschen so, dann bist. Und genau, dann irgendwann nur noch. So sehen wir irgendwann alle aus. Ja, und dann läufst du dann in deiner Haupthalle herum. Die Haut wund vom Desinfektionsmittel. Shit! Man selbst nur noch nackt, weil es ist ja Homeoffice. Ist quasi egal. Ja. Kennst du dieses GIF, wo jemand, der, wo, weil er irgendwie sich dran gewöhnt hat, glaube ich, eine Frau ist in so einem 20er-Video-Call, geht damit aufs Klo und hat stellt so die Dings ab, geht kacken und alle so, what? Nee. Und das ist so lustig, weil ich mich echt frage, ja, was hat sie gedacht? Mit wem skypt sie sonst, wo sie kacken geht währenddessen? Das war schön. Das ist auf Instagram sonst. Soll ich mal hier rein, hier hingehen? Geh doch mal, wo du. Oben ist eigentlich noch die Tür, ne? Weil da ist ja der Dining Room wieder, wenn es. Ja, kommt. Aber dann könnte man trotzdem noch weiter. Okay, ja, das kannst du. Mal einen anderen Weg. Ist ja groß. Ja, ich habe keine Lust auf die Schlange. Du vergisst irgendwann beim Broadcasten, was deine persönlichen Grenzen sind oder nicht. Die war noch der Dude, oder? Ja. Achte darauf, dass der im Umschnitt nicht. Oh. Jawohl, ja, vielleicht, oh, vielleicht. Man sieht den Verfall ja im Homeoffice wunderbar auch an den Klamotten, die Leute tragen. Ja, ja. Das ist einfach irgendwann fuck it egal. Ich trage ja auch dann irgendwie Jogginghose. Schwenkst die Kamera eben ein bisschen weiter hoch. Ah, da kannst du zum Garten hinten raus, ne? Hier gibt's Loot. Loot in die Leiche. Ein Videotape? Ja, hat er nicht nur das Videotape immer gehabt, was du gucken kannst? Ich dachte, er hatte ein Magazin dabei. Naja. Doch, ich glaube, da liegt normalerweise was zu essen, ne? Was zu, also doch, entweder irgendwie ein Herb oder ein Magazin. Er liegt ich glaube, Magazin ja zum Essen für jemand anderen. Er isst das Essen. Habt ihr Der Schacht schon gesehen, zufällig? Nein. Okay. Nee. Das ist eine Stephen King-Kurzgeschichte, die verfilmt wurde. Es könnte wirklich, so. Es könnte problemlos eine sein, ja. Aber eher. Ja. Safe-Raum ist noch da. Ah!
noch einen Hunter. Nein, 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 lass mich durch. Ingrid. Du hast Kopf ab. Er hat mich nicht durchgelassen, ich war zu lahm. Nee, ich war zu safe room. Schau mal auf meine imaginäre Uhr. Ich glaube, das war jetzt nicht so lang, wie ich. Das war auch, glaube ich, nicht so lang. So, will noch mal einer und habt ihr genug? Soll ich dann auch noch mal? Ja. Aber dann mach doch mal ein anderes Seed. Ihr seid ja. Mach so lange Seed, ich desinfiziere. Wenn du den Controller desinfizierst. Ja, Enemy Randomizer gar nicht so einfach, würde ich sagen. Enemy Randomizer ist krass. Kannst du eigentlich, also ich würde behaupten, nur mit sehr viel Glück auch durchspielen, weil man dann wirklich Glück haben muss mit den Waffen. Ja, aber ich glaube, mit Erfahrung macht das eine Menge Spaß, wenn du da dich schon reingefuchst hast. Und wenn man allen auch, sag ich mal, wenn man weiß, wie man den Leuten entkommt in der Map, dann geht das ja auch. Danke sehr. Zum Glück ist hier ja auch, die sind ja nicht so smart und man kann sich schon so ein bisschen. Ja? Schon interessant, was man gerade Randomizing. Swap all non-key dann, items dann after 3821 Attempts. Supply Capsule armed on pickup. Okay, sehr interessant. So. Ach nee, Moment. Zuerst das Spiel anmachen. Mhm. Nochmal durcheinander. Ich hatte es eingangs schon mal erwähnt, guckt in die YouTube-Beschreibung. Da ist ein Link für den Randomizer. Ihr braucht eigentlich nur die Steam-Version. Mhm. Und es sind zwei Exe-Dateien plus ein kleines Patch, wenn man dann den Enemy-Randomizer machen will. Mhm. Da muss man das in den Installationsordner kopieren. Ist doch alles sehr gut beschrieben bei dem Link, den du da ja mitsendest. So, einmal aktivieren. Wir haben Jill. Okay. So, danke fürs Desinfizieren. Machen wir uns die Hände schmutzig jetzt. Oh. Mauszeiger. So. Resident Evil. Also jetzt haben wir recht viel Resident Evil Randomizer gemacht. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, wir werden noch mal gucken, wie wird die Sendung heißen, wie wollen wir Sachen weitermachen, wie können wir es im Einklang mit Speedrandale bringen, was die Produktion in den nächsten Monaten vielleicht angeht. Erstmal ein bisschen. Aber du hast doch schon ein bisschen was anderes Randomizer-mäßig im Kopf. Ja, ne? Ich habe schon so einiges im Kopf, was wir da hier mit der schönen Sendung hier machen können. Ja, freut euch schon mal drauf. Und es kommen nach und nach immer Spiele raus, die von Haus aus einen Randomizer drin haben. Ja. Bloodstained soll einen bekommen. Darauf freue ich mich ja riesig. Ein offizieller Randomizer. Da sieht man, wie populär. Und dann auch noch von Bloodstained. Bloodstained, so ein gutes Spiel. Ey, ein Mansion Key. Schlüssel. Aber der ist wichtig. Den kann man, glaube ich, ganz gut schon am Anfang kriegen, ja. Und Shit Seed, viel zu leicht. Ich habe auch noch gehört, dass Resident Evil 3 die Neufel, ich glaube, im ganz, ganz schweren Modus auch randomized Elemente haben soll angeblich. Sehr cool. Wenn du auf Ultra Hardcore oder wie das heißt, dann spielst. Da sieht man mal, wie gut Randomizer bei den Leuten mittlerweile ankommt. Ja, das kannst du ja auch, wenn du dann natürlich die Mathematik musst du verstehen, aber das kannst du als Entwickler, das gibt dem Spiel ja ordentlich Leben mehr. Ja, stimmt schon. Wenn du es einmal richtig seriös einplanst, dann ist es auch. Oh! Oh! War das dieser Trevor gerade? Ja. Ja, ne? Ja. Okay. Gut, nicht in die Ecke gehen. Mhm. Barry. Aber jetzt ist der normale Zombie, oder? Nee, ist ein Was Hund. Was ist jetzt? Ein Hund? Gut. Vielseitig, die Frau. Ich muss einmal weg. Ich werde währenddessen gebissen, während der Cutscene. Das ist ja gemein. Was für ein Dreck, ey. Ich bin nicht mal Cutscene safe. Den haben wir hier diesmal. Und wer kommt jetzt? Noch einer. Ja, der Buddy. Das ist aber echt Pech. Wie unmotiviert er dir, ne? Er hat auch keinen Bock mehr. Ist für ihn auch. Es ist auch für, schon sehr ist auch für mich sechste Stunde. Ja, genau. Das denkt er sich. Oh, komm schon her jetzt. Oh, komm doch mal. Na? Gleich rennt er wieder. Oh, gut. Hat sich Stock das, das ist so Dark Souls-Baiten, was wir hier gerade machen. Ja, hoffen wir aufs Beste. War das das Beste? Nein, ich habe gehofft, das Beste. Er hängt fest. Er hat dich getötet. Instakill, oder? Ja. Okay, ich habe am wenigsten durchgehalten. Gregor hat den besten Speedrun gemacht, ey, auf jeden das Fall. Ist einfach geil. Ich war am schnellsten tot. Was wollt ihr denn sagen? Komm, mach nochmal. Mach nochmal. Jetzt weißt du ja, was kommt. Ja.
Ach, schön. Nicht aufs Beste hoffen, auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man, sobald man es wieder darf, gut mit Freunden zusammensitzen vom Fernseher. Hier, mach du mal, jeder darf. Ich glaube, da macht es noch Spaß. Wahrscheinlich mehr als alleine. Also machst du schon Spaß? Ja. Ich habe auch Bock. So, also. Aber es macht, glaube ich, auch mehr Spaß, wenn man es mit Leuten zusammenspielt, die auch alle Resident Evil kennen und mögen. Wenn man sich so drüber austauschen kann und lachen. Man weiß, wenn man normalerweise weiß, was kommen würde. Wenn die Schlange in dem kleinen Raum. Das war fantastisch. I loved it. Der schlechteste Gegner für den kleinsten Raum, wirklich. Also, Spieleentwickler sitzen da und sagen, warum nicht? Ah, oh, den Mansion King. I think. Ja, und wir hatten Lisa Trevor jetzt hier, ne? Mhm. Lisa Trevor, ein Hund und Tyrant gehen in eine Bar. Und spielen Rando. Bestellen Rando. Ach Gott, oh Gott, ey. Guck mal, die ist auch gar nicht gedacht, dass sie hier ist. Die ist viel zu hell, das Modell, ne? Ja. Dass sie hier in so einem Gang dann dabei ist. Wäre eh hier nie aufgetaucht. Das ist auch schon ein späteres Modell, wo diese Würmer rauskommen, ja, oder? Ja, genau. Und am Anfang hat sie die nicht. Diese Würmer halten sie, glaube ich, auch frisch. Und sie stirbt ja auch nicht. Die ist ja unsterblich. Ja. Und so war doch die Lore, oder? Dass Lisa Trevor mehr oder weniger der Ursprung ist der ganzen Virusforschung. Aber ich hatte vergessen, was noch mal genau. Exakt, also wie noch mal ist sie so geworden? Das weiß ich nicht mehr. Auch durch Forschung oder Zufall? Ja, man hat hier ihre Tagebücher gefunden. Ich glaube, an ihr wurde immer weiter experimentiert und sie hat quasi diese sehr starken Regenerationsfähigkeiten. Dann genau, gehabt, ne? Aber wie sie die bekommen hat, das frage ich mich. Ob es am Anfang quasi Henne-Ei, war da am Anfang auch ein Virus? Gregor! Es ist echt schwer. Keine Angst, ich lebe noch. Ah. Warte, bis er oben ist. Die genauen Details weiß ich auch nicht mehr. Ich muss ihn baiten. Ja. Und es wird gerannt. Oh, nein! Okay. Warte. Lass ihn die Treppe hochkommen, mach ein bisschen. Komm her. Nein. Flug, Scheiße, komm hoch. Flug, bist du nicht? Jetzt ist er wütend. Okay, jetzt, schnell. So. Nee, er kommt nicht hoch. Go. Er kann auch gar nicht hoch. Go-Mode. Sehr gut. Thanks. Und weg ist er. Oh. Lag hier unten Kraut oder sowas mal? Nein. Ne? Hier liegt leider gar nichts, glaube ich. Da ist nichts. Nothing. Ja, wir haben oben. Ja, nee, da ist auch kein Kraut, ne? Weil ich glaube, den Encounter mit diesem Gegner würde ich. Du hast einen Schlüssel bekommen. Vielleicht hättest du auch in die andere Tür gekramt. Ja. Ja, dann können wir das ja. Ah ja, stimmt, das Menschen-Key, ne? Naja, jetzt kommt auf jeden Fall ein Gegner, wenn du jetzt das Ding wiederholst. Ich könnte den, wenn es ein normaler Zombie ist, ich habe hier noch genug Schuss in der Klasse. Ja, wenn es ein normaler. Ja. Aber du warst so frei und hast den Menschen-Key, okay? Ja. Wirklich ein glücklicher Seed dann, wenn sowas. Ja, das ist diese kleine Holzbar und. Gucken wir mal, wie glücklich du bist. Die sind auf jeden Fall. Müssten auch Gegner kommen. Ja, da sind Gegner. Zombies. Also normalerweise. Hier jetzt links. Hm, komisch. Ja, das hat nichts Gutes zu heißen, wenn da sich noch nichts tut. Es kann auch sein, dass es wieder die auf Schlange Rückweg. Ist. Es ist zu groß. Ich bin zu groß. Ich glaube, die machen sie auf dem Rückweg. Hinter dir waren noch. Das jetzt kommt da, ist da der Spiegelraum? Ich glaube ja. 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 Ist auch gleichzeitig der Tyrant-Raum. Er guckt sich da ganz gerne nackt an, den Tag über. Musiknoten. Oh Mann, du musst. Da rechts ist eine Kiste. Ah, nimm das. Schnell. Rechts Kiste. Nimm Energie. Nein! Jetzt kann er dich, glaube ich, nicht. Jetzt bist du wieder rot. Schnell, nimm die Kiste! Okay. Dieses pulsierende Herz, was man die ganze Zeit hört. Jetzt hört man es richtig gut, ne? Ja. Gut, mit was sind wir da rausgegangen? Mit weniger Energie, aber mit mehr Handgun-Ammo. Hey, du kannst jetzt aber in den Klavierraum, weil du ja die Noten hast. Und der ist nicht weit entfernt. Der ist da, wo man den ersten Zombie findet, gegangen. Aber hat man denn auch den Schlüssel dafür? Das ist die Frage. Stimmt, ich weiß es gar nicht. Oh, vielleicht. Vielleicht jetzt schon. Aber der Schlüssel sieht komisch aus. Der sieht nicht aus. Ich glaube, das ist einer von diesen 002-Dingern von später. Ja.
So, hier meint ihr, ne? Nee. Nee, aber oben. Du kommst ja die Note. Die, ich will an deiner Stelle jetzt ein Klavier. Das Musikzimmer ist da, wo der erste Zombie ist. Ja, stimmt. Wo stimmt, das Video kommt. Ja, ja, genau. Ich krieg meine Architektur durcheinander. Aber da oben die Map, könnte die jetzt auch was anderes sein? Ich glaube, nee, die Map ist die Map gleich. Map ist immer aber Map. Das Item, was da in diesem kleinen Gang ist, ist da wahrscheinlich was anderes. Aber da musst du mit einem Gegner dealen. Das ja, willst du nicht mit so wenig Leben. Ich muss eh gucken, ob ich am Hund vorbeikomme. Oh ja, überhaupt. Stimmt. Und dann dieser Trevor im anderen Gang. Vielleicht ist der Hund weg. Der Zombie war vorhin bei mir auch weg. Ja. Sieht gut aus. Nimm das Emblem da noch mit. Oh, ja. Das wirst du vielleicht nämlich gleich brauchen. Genau, du hast recht. Ich bin Sänger bei einer Heavy-Metal-Gruppe. Hier zur rechten Seite gleich, ne? Wenn wir richtig hier sind. Oh nein! Nein! Die ist da gegenüber! Aber du kannst vielleicht einmal an ihr vorbeirennen noch. Ah, ich würd's. Okay, probieren. Oh, gut. Shit, das wär's gewesen. Falscher Schlüssel. Da ja. Ist der Lift und der geht auch nicht. Nein. Und da ist vielleicht ein Item. Nee, eine Trau, da geht's in die Küche. In die Küche runter. Aber noch, eine Lisa Trevor auf uns wartet. Oh. Welchen Schlüssel hast du denn? Du hast ein Endgame-Schlüssel, ja, glaube ich. Und nicht der Residences für den Menschen-Key. Oh, ja. Menschen-Key musst du halt erstmal gucken. There's nothing unusual. Nee, der ist 001. Okay, nicht schlecht. Und der andere wird wahrscheinlich Helmet Key oder so sein. Wegen den Helmet Key bekommt man später. Und die hier solltest du vorher haben. Yo, sehr gut. Können wir in den Garten aber malen dann, ne? Mach das Video safe. Dieses Geräusch. Ich lebe noch, also so weit hatte ich jetzt auch nicht auf gerade. Jeden Fall, es ist... Ach, okay, hier ist was. Hier war der Hunter, ne? Ja, hier war bei mir der Hunter. Ah, hier ist ein Zombie. Hier macht er Pause. Easy Mode! Ein Earth könnte ich gut gebrauchen. Ja. Ja, aber die Stun-Gun hilft dir jetzt aber auch. Nein! Siehste? Ja. Offscreen. Da hier ist ein Safe Room, oder? Nee, das ist auf der anderen Seite. Ah, jetzt kann ich. Ich kann doch nichts wegschmeißen, ne? Ja. Ja, das ist der eine, der so ähnlich ausschaut. Hat den Safe Room da unten. Ja, richtig. Okay, was erwartet uns hier? Haie! 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 Schlaf! Haie! Wie lustig! Das ist ja super lustig! Das ist ja fantastisch! Blute okay, das. Wir haben einen Gang voller Haie! Wir können das Necronomicon nicht mitnehmen! Das ist wie gut, dass wir das uns noch angeguckt haben! Das ist ja, und der Spiegel guckt sich der Hai an! Oh, jetzt hat er dich! Wir müssen leider gleich Schluss machen. Du kannst dich ruhig zerfetzen lassen nochmal für den zum Abschluss. Meinst du, kann er mich fressen? Okay, ja. Die Antwort ist ja. Ich bin ertrunken. Ich bin ertrunken im oberen Gang. Ja, sehr cool. Ja, sehr wundervoll. Wundervoll. Das Ende auch. Leute, dann danke, dass wir das hier nochmal probieren konnten. Du hast das ja alles hingekriegt. Ja, das war super. Vielen lieben Dank. Es hat viel besser funktioniert, als ich dachte. Ich dachte, wir probieren es aus und sie kommen nach 5 Sekunden nicht weiter. Geile Show. Ja. Jetzt nach 1,5 Stunden nicht mehr weitergekommen. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Ja. Das war lustig. Genau. Und es ist nicht abgestürzt bei den Feinden. Ja. Also gleich die neue Version oder was auch immer. Wir hatten Glück. Wir haben nochmal Glück gehabt. Wie gesagt, schaut euch den Link an, der in der Beschreibung bei YouTube mit dabei ist. Gerne auch Comments hinterlassen, wie euch das gefällt. Wir werden noch weiter in dem Format hier fallen. Vielleicht habt ihr auch Tipps für gute Randomizer, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Vielleicht habt ihr mal einen ausprobiert. Sagt, ey, der ist geeignet. Ja, richtig. Alles drunter schreiben oder Sia anschreiben oder Gregor oder mich oder wie auch immer. Ja. Exakt. Dann wir werden alles nochmal festlegen. Ansonsten, wir bedanken uns und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir sagen Tschüss. Bye, bye.